Meine lieben Leute von Grab TV, hier ist Pedro Pistola. Ich bin hier gerade in Ezeiza, Buenos Aires. Ich habe eingecheckt mit Turkish Airlines Sao Paulo nach Istanbul und komme dann in ein paar Tagen auf Basel. So, jo, was haben wir für Neuigkeiten für die Leute, die wollen wissen, was läuft? Ich habe keine Ahnung, ich bin Prophet ohne Background, ohne Treffer sozusagen, aber ich prophezeie mal aus der Hüfte raus. Ich habe mir so Flugpreise angeschaut und es ist so, dass wenn du jetzt von Südamerika auf Europa fliegen willst, in dem Moment, also von heute an bis in den nächsten zwei Monaten, dann kostet das anstatt 1200 Franken bis zu 4300. Lustigerweise wird es dann im August wieder billig. Gewisse sagen, ja, das ist eine Hochsaison. Stimmt so ganz nicht und auch der Preisunterschied ist nicht zu erklären. Also meine Prophezeiung, irgendwie da hinter der Kulisse wird das Gas oder das Öl abgestellt. Das heisst, es wird jetzt in den nächsten Zeiten ein bisschen Sanktionen geben und noch die Flieger, die haben Hauptkostenpreis, ist der Sprit und das wird teuer. Schlussendlich regelt sich das dann aber wieder schon im August, also entweder fliegen gar keine Flieger mehr und sie haben einfach die Tickets vertickt, ohne das zu erfüllen. Oder dort die Weltgemeinschaft hätte ihren Druck auf die Bevölkerung können machen, wie sie haben wollen. Und ja, wir werden die neuen Weltordnungen dann akzeptieren. Irgendso. Ja, das live aus Buenos Aires. Da ist übrigens immer noch, obwohl es eigentlich noch voll Sommer ist, latschen die Leute noch wacker mit Masken umeinander. Das heisst, weitere Prophezeiung, ich befürchte, dass die hier den ganzen Corona-Zirkus noch einen Winter weiter überretten. Also bei euch ist es eigentlich schon vorbei, kann man sagen. Hier werden sie jetzt Prozedere mit der Corona-Angst weitermachen. Wir sind doch immerhin ein bisschen zu weit weg von der Atomkrieg-Angst. So, Hauptsache haben alle Angst und genießen eure Angst, disfrutet die Paranoia und ja, nachher sehen wir uns in der neuen Welt. Bis bald.